Hallo zusammen und willkommen zur Auflösung unseres kleinen Gewinnspiels. Wir suchen einen Gewinner für das Civil War Media Book. Das könnt ihr jetzt richtig gut durchblättern, weil ich habe das blöde Booklet endlich rausbekommen. War ein Scherz. Ich war sehr amüsiert darüber, wie viele geschrieben haben, dass sie doch geschockt waren, als ich da in dem Booklet rumgefummelt habe. Und ich stehe zu meiner Blödheit. Das ist das erste Mediabook, das ich so je in den Händen gehalten habe. Und ich werde es nicht behalten, sondern es geht an jemanden von euch. Hier ist das übliche Bild. Ihr kennt diesen Zufallsgenerator, den ich immer verwende. Hier stehen alle drin, die sich gemeldet haben. Nicht alle Kommentare waren leicht. Das heißt, wenn ich sage, schreibt in die Kommentare, wenn ihr teilnehmen wollt und mir jemand reinschreibt, hey, ich werde mir den Film bald kaufen. Ist das dann eine Zusage, dass man gewinnen möchte? Genauso hat jemand geschrieben, hey, ich fand den Film super fesselnd. Danke, freut mich, also dass der Film dir gefallen hat, aber wolltest du jetzt teilnehmen oder nicht? Also jetzt der Einfachheit halber, alle, die einen Kommentar geschrieben haben, stehen auf dieser Liste. Hier wird jetzt ein Name ausgewählt. Ich muss also jetzt nur noch hier klicken, dann wird es 5 spannende Sekunden geben und dann steht ein Name da. Und wie immer gibt es ein Backup, das ist hier mein Handy, das den Monitor auch filmt, nur für den Fall, dass irgendwas schief geht. Aber was soll schon schief gehen? Wir ermitteln den Gewinner und es geht los. Sebastian, VFR, du hast gewonnen. In der Tat, dieses Mediabook wandert hier jetzt in einen Briefumschlag und ich warte auf eine Nachricht von dir mit der Adresse, wo ich das Ding hinschicken soll. Pfleglicher Umgang mit solchen Daten ist natürlich gewährleistet und ich gratuliere von Herzen und danke ebenso allen anderen, die hier mitgemacht haben, weil ich bin jetzt wieder emotional angegriffen, weil es waren einige, die mich regelmäßig kommentieren und auch ein paar, die ich sogar persönlich kenne und sogar drei, die ich noch in dieser kommenden Woche wahrscheinlich mal treffen werde. Und ich hätte am liebsten jedem von euch eins gegeben, aber leider stellt man mir nur eins zur Verfügung. Danke an den Verleih, der mir das ermöglicht hat und ich würde mal sagen, Glückwunsch an den Gewinner, danke an euch alle fürs Mitspielen und für das Schreiben von so netten Kommentaren und es wird sicherlich ein nächstes Mal geben. Aktuell habe ich jetzt noch keins in Aussicht, aber diese Gewinnspiele werden mir halt regelmäßig angeboten und ja, warum sollten wir das nicht wieder machen? In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe und bis demnächst. Ciao!